Erstmal vielen Dank, dass doch so viele gekommen sind. Ich weiß nicht, ob die meisten sind sehr jung hier im Raum, ob ich in dem Alter gekommen wäre. Also umso mehr freut mich das. Das Zweite ist, es freut mich jetzt heute Abend hier zu sein und sein zu dürfen, weil ich war schon mal am Freitag hier. Und zwar auf dem Katholikentag. Und auf dem Katholikentag saß ich auf dem Podium und wir haben geredet nicht über Hassreden. Das ist ein ganz kleiner Teil unserer neueren Forschung, sondern wir haben geredet über Fundamentalismus, die Bibel, Populismus und so weiter. Und eigentlich im Katholikentag haben wir da geredet, gibt es einen Zusammenhang zwischen Bibel, Fundamentalismus und so weiter. Und dann kippte aber die ganze Diskussion auf dem Podium immer wieder in die Frage, ja, aber Dschihadismus und Radikalisierung. Und Koran und Radikalisierung. Und irgendwann habe ich gesagt, naja, aber jetzt sind wir auf dem Katholikentag. Wir sind ja nicht auf der Deutschen Islamkonferenz. Und man sollte sich nichts vormachen. Rechtsextreme. Ich habe gehört, es gibt eine wunderbare Parallelveranstaltung, zu der ihr jetzt alle noch gehen könnt. Burschenschaften. Wichtiges Thema. Also auch im Rechtsextremismus gibt es ja zum Teil immer wieder Anleihen an der Bibel und so weiter. Und dann wurde ich gefragt, wie denn dazu käme, und dann habe ich gesagt, naja, Anders Breivik hat Symbole verwendet und so fort. Ein Tag später, Neue Westfälische Zeitung, Konfliktforscher warnt vor christlichem Terrorismus. Seitdem werde ich nun verfolgt. Man kann sich vorstellen, was dann im Internet passiert. Ja, ist der denn verrückt und so weiter. Also, ich muss bei dem Thema auch ehrlich gesagt sagen, ich bin kein Digital Native. Ich habe kein Facebook-Profil, es hat einfach nicht geklappt. Ich benutze von den sozialen Netzwerken maximal Twitter, wo ich nur was absetze. Ich habe von der technischen Seite ein wenig Ahnung, weil wir ein großes Projekt haben zur Radikalisierung in Online-Medien. Aber da sind wir im Bereich des Dschihadismus, der Radikalisierung, auch im Bereich des Rechtsextremismus. Da kenne ich das. Das Thema Hassreden, Hate Speech, kam eigentlich nur am Rande vor, weil ich sehr oft mit Journalistinnen und Journalisten zusammenarbeite. Und einige dieser Beobachtungen möchte ich vorstellen. Aber bitte nicht erwarten, dass hier irgendjemand sitzt, der von der technischen Seite oder ja von den Algorithmen von Trolls und Bots sehr, sehr viel Ahnung hat, wie das technisch alles abläuft. Ja, wir können darüber diskutieren. Hier sitzen mit Sicherheit im Raum, also mindestens ein Nerd sitzt hier und kennt sich da bestens aus. Den werden wir ausfindig machen oder die, und dann werden wir mit der diskutieren. Ja, ich bin da sehr offen. Und das Thema Hassreden ist so etwas, wo ich nicht keine endgültigen Antworten habe. Ich habe ein paar Ideen dazu und ich glaube, es hat etwas zu tun mit unserem Thema. Warum sind Hassreden ein Angriff auf die Demokratie, irgendwie als Sebastian Kurtenbach, Aladdin oder eure Truppe mich da eingeladen hat, habe ich mich erst gewundert. Ich habe den Titel gar nicht selber vorgeschlagen, weil eigentlich kann man den ziemlich schnell beantworten. Wir können einfach sagen, ja, und dann können wir nach Hause gehen. Aber warum ist das so? Ich werde ein paar Beobachtungen vorstellen, die ich sozialwissenschaftlich mache. Und vor allen Dingen die Frage müssen wir uns natürlich stellen, Hassreden auf der einen Seite, was ist das? Wie bestimmen wir das? Aber auf der anderen Seite, was hat On- und Offline-Welt, was haben die miteinander zu tun? Dazu habe ich ein paar Beobachtungen und ich habe auch eine Studie dazu durchgeführt. Es ist ein Angebot und ich glaube, es lohnt sich, da sehr viel mehr zu machen. Ich war sehr erstaunt, wie wenig dazu gemacht worden ist in der Vergangenheit, wo wir doch das Thema breit in der Öffentlichkeit auch diskutiert worden ist. Also, warum sind Hassreden ein Angriff auf die Demokratie? Das ist ziemlich einfach zu beantworten. Wir haben einen Grundsatz in unserer Demokratie. Und dieser Grundsatz, und da haben wir einen breiten Konsens, dem selten widersprochen wird. Also es gibt einen Grundkonsens in unserer Demokratie und der ist komplett unabhängig davon, wo wir uns bewegen. Und der heißt, die humane Qualität einer demokratischen Gesellschaft bemisst sich an der Toleranz und Umgang mit schwachen Gruppen. Das ist ein Grundsatz. Der war für uns sehr wichtig. Wir haben vor 16 Jahren angefangen, zu Vorurteilsmustern in der Gesellschaft zu arbeiten. Werden wir gleich merken. Das ist ein Konsens, den wir in der Gesellschaft haben. Das ist übrigens ein Bild, das habe ich selber aufgenommen. Das ist Ungarn, Budapest. Das sind hier Silhouetten, Studierende in Budapest.
haben diese Silhouetten aufgemalt, und zwar an den Orten, wo früher Wohnungslose waren. In der Stadt Budapest, wenige wissen das, in der Stadt Budapest gab es vor 3 Jahren die Einführung einer Steuer für wohnungslose Menschen. Die wohnungslosen Menschen, die nicht bezahlen können, verschwinden sie aus dem Stadtbild. Und da sind die Silhouetten. Wenn dieser Konsens jetzt stimmt, dann würden wir jetzt schon sagen, Hassreden betreffen in der Regel schwache Gruppen. Das widerspricht dem Konsens. Es geht aber noch weiter. Die Frage ist, wenn der Grundsatz stimmt, haben wir eine kritische Frage, die egal an jede Kommunikation, an jedes Reden an die Demokratie stellen müssen. Und das ist die Frage, inwieweit werden Menschen mit unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichen Geschlechts, verschiedener sexueller Orientierung, Menschen mit oder ohne Handicap, mit oder ohne Arbeit in der Gesellschaft als gleichwertig anerkannt oder aber mit Abwertung, Diskriminierung, Ausschluss konfrontiert. Wir könnten auch sagen, mit Hassreden konfrontiert. Das ist eine Basisfrage für die Demokratie, die muss man immer wieder stellen. Deswegen gibt es auch im Moment sehr viele Konflikte, weil wir haben Gruppen, die diesen Grundkonsens in Frage stellen. Ja, erinnern sich ja vielleicht an den letzten Auftritt von Lindner auf dem FDP-Parteitag, als er dann dieses Beispiel aus der Bäckerei, in Nordrhein-Westfalen wird immer über Bäckereien geredet, ich weiß nicht, woran das liegt, auch im Wahlspot, gab es in derselben Bäckerei 2 Wahlspots von unterschiedlichen Parteien. Und wenn man das beherzigt, und das ist der Grundsatz, und den kann man jetzt rechtlich ableiten aus dem Grundgesetz, den kann man aber auch ableiten demokratietheoretisch, dann ist Hassreden eine Gefährdung für die Demokratie, wenn sie diesen Grundsatz in Frage stellt. Und wir werden merken, das meiste Hassreden geht immer gegen Gruppen, die als schwach markiert werden, das ist das allermeiste Hassreden. Dieses Hassreden und Hassseiten gibt es schon relativ lange. Also 2014, das ist jetzt nur mal eine Einschätzung gewesen, 2014, wir sind vor irgendwelchen Flüchtlingskrisen, wir sind vor irgendwelchen Hasswellen. Ich erinnere immer daran, früher hat man immer 10 Jahre bemühen müssen, rückwärts, jetzt reicht 2014, da erinnert sich kein Mensch mehr dran. Vor all diesen ganzen Diskussionen, die wir nun kennen, hatten wir schon, Jugendschutznet hat es damals relativ gut ermittelt, 6.100 rechtsextreme Webangebote und wir hatten weniger von der Zivilgesellschaft. Ja, wir hatten 5.500 damals im Social Web. Ich habe keine richtig verlässlichen aktuellen Zahlen, wie viel es eigentlich jetzt sind. Und dass jetzt diese Hassreden im Internet enorm wichtig sind, kann man auch ziemlich leicht ablesen. Wir haben eine Studie veröffentlicht, die haben wir erstellt für den Expertenrat Antisemitismus. Der heißt Jüdische Perspektiven, der läuft. Die läuft, wird gerade häufig in den Medien erwähnt. Die Medien ist ja ein Problem. Ich werde neuerdings immer vorgestellt, der kommt häufig in den Medien vor. Also irgendwie stimmt das doch. Ich weiß nicht, welcher berühmte Soziologe mal gesagt hat, wer nicht in den Medien ist, ist tot. Ist das gruselig. Aber wir haben so eine Studie publiziert, auch ganz unabhängig von den Medien. Und wir haben Jüdinnen und Juden befragt, was sie erleben an Antisemitismus. Und das ist ziemlich eindeutig. Wie häufig haben sie in den letzten 12 Monaten Antisemitismus in folgenden Lebensbereichen erfahren? Und dann sehen wir im Internet, in den sozialen Netzwerken, das ist hier ne, mit 70% am häufigsten genannt. Vor allen anderen. Politische Veranstaltungen, hier Medien, Zeitungen und so weiter, Sportveranstaltungen. Das ist für Jüdinnen und Juden im Netz, gibt es das Hassreden. Da kommt Antisemitismus vor. Ist Folgendes Ihrer Meinung nach heutzutage ein Problem in Deutschland? Und wenn ja, wie groß schätzen Sie das Problem ein? Und dann haben wir wieder ganz verschiedene Möglichkeiten, wo Antisemitismus als Problem auftauchen kann. Und dann sehen wir Antisemitismus im Internet, Diskussionsforen und sozialen Netzwerken relativ unabhängig vom Alter. Wir haben jetzt auch eine neue Studie zur Erinnerungskultur in Deutschland durchgeführt. Und danach kommt erstaunlicherweise heraus, das übersehen jüngere Menschen, dass auch die 75-Jährigen sich mittlerweile im Internet mühelos bewegen. Auch da Antisemitismus im Internet als Wahrnehmung, da kommt es am allerstärksten vor. Ich gehe da rein, da geht man nicht bewusst rein und sucht das Ganze, sondern da in unserer Studie Jüdische Perspektiven, da begegnet das. Und das kann man für viele Gruppen durchdeklinieren. Ich habe auch eine Studie durchgeführt über sogenannte, gibt es muslimische Medien?
online wie offline. Und da haben wir viele Studien durchgeführt, haben dann auch Muslime gefragt und haben gefragt, wo kommt in der Gesellschaft, wo erfahren sie am meisten Missachtung? Und dann kommt Internet, Medien und so weiter. Also das ist ein Reservoir an Stereotypen und Vorurteilen. Dieses Hassreden kann zu Hasstaten führen. Wir reden, glaube ich, heute Abend hier auch darüber, weil, und das ist eine ganz wichtige, wesentliche Diskussion, die wir führen müssen, wie ist der Zusammenhang zwischen Offline- und Online-Welt? Wir wissen, da ist viel Hass online, weil manches ungebremst ist, manches maschinell, manches ist fabriziert. Aber wir leben ja auch in Zeiten, wo offline sehr viel Hasstaten passieren. Hate Crimes, das ist nur die Hellziffer, das ist nicht die Dunkelziffer. Das ist polizeiliche Kriminalstatistik, 2017, 2219 Angriff auf Unterkünfte, 1906 auf geflüchtete Menschen, 1845 auf Amts- und Würdenträger. Wir haben derzeit ungefähr organisiert, ich schätze mal in 18 wird es wieder etwas höher liegen, organisierte Rechtsextreme 23.000. Produktiv im Netz. Das alles ist auch immer, und das wissen wir, bei Angriffen auf Flüchtlingsunterkünfte im Netz begleitet worden, durch Social Media und so weiter. Wir haben keine systematische Studie dazu, das führen wir jetzt gerade durch. Inwieweit besteht ein Zusammenhang zwischen Anti-Asyl-Agitation im Netz und gleichzeitig dann einem Anschlag? Wir haben aber selten vor Gericht eine rechtsextreme Person, die der Tat überführt ist, die nicht netzaffin ist. Haben wir kaum noch. Erinnert euch an die Terrorgruppe Old School Society. Erinnert euch daran, dass, jetzt rede ich nicht vom organisierten Rechtsextremismus, weil er in Teilen nur dort vorhanden war, Pegida, Oktober 2014, war eine Website. Damit begann alles und wir können in vielen Studien zeigen, wie das begleitet wurde. Wir wissen jetzt, dass natürlich sowas, wenn wir Gewalt sehen wie Angriffe auf Unterkünfte, Angriffe auf Personen und so weiter, auch Hate Speech, Hassreden, wenn wir es denn identifizieren können, dann müssen wir immer dran denken, das ist nur die Spitze eines Eisbergs. Was wir wissen aus unserer Forschung, deswegen war das klar, dass wir irgendwann über Internet, digitale Medien, Hassmedien reden müssen, ist, in der Regel basiert das alles, basieren solche Taten, solche verbalen, direkten, indirekten Angriffe auf menschenfeindlichen Mentalitäten, Emotionen und Stereotype. Ohne Stereotype, ohne bestimmte negative Emotionen über bestimmte Gruppen taucht das ganze Phänomen nicht auf. Und das ist die große Frage, wann eigentlich wächst das zu dem heran, zu einer Tat? Ja, der klassische Eisberg, der gilt auch für Hassreden. Wir dachten früher immer, vor 10 Jahren habe ich die ersten Artikel gelesen zum Hassreden, da war Hate Speech eher hier unten. Das ist aber jetzt mehr an die Oberfläche gekommen. Muss man gucken, ist der Eisberg gewachsen, ist er geschmolzen, das Wasser neu geworden? Wie auch immer. Und tatsächlich, wenn wir nun an menschenfeindliche Mentalitäten reden, das ist jetzt nicht Vortragsthema, aber das analysieren wir nun seit 16 Jahren im Land. Wir müssen eins feststellen, wir haben also ein hohes Ausmaß an Hasstaten in der Offline-Welt und gleichzeitig haben wir, und das sind jetzt Ergebnisse einer Studie, die wir durchgeführt haben, eine repräsentative Umfrage in der deutschen Bevölkerung, haben wir Muster menschenfeindlicher Einstellung, Ablehnung von Asylbewerbern, Bewerberinnen, Muslimfeindlichkeit, Feindlichkeit gegenüber Migrantinnen, Migranten. Das wird hier oft als Xenophobie bezeichnet, aber ich bin gelernter Psychologe und es gibt weder eine Therapie noch eine Medizin gegen diese Phobie. Antisemitismus, Rassismus. Und wir sehen zum Beispiel zwischen 2013 und 2014, da haben wir im Jahreswechsel eine große Stichprobe gezogen, repräsentativ, und 15, 16, das war die Zeit, als die Zuwanderungszahl zurückging, wir hatten zum Teil in manchen Facetten signifikante Anstieg. Das heißt, wir haben in der Gesellschaft Einstellungsmuster, Vorurteilsmuster, Rassismus und so weiter, die steigen an. Obwohl wir auch ein Rückgang an Zuwanderung haben und mehr oder minder weniger aufgeheizte Konflikte. Es wird etwas weniger Angriffe geben, aber trotzdem, dieses Reservoir an Mustern steigt an. Das heißt, beim Eisberg müssen wir dran denken, was wir oben sehen als Hassreden, unten ist noch sehr viel mehr. Und es steigt an. Signifikante Anstiege kann man kontrollieren um viele Effekte. Es gibt ein Problem, dass wenn wir uns mit Hassreden beschäftigen und mal ins Netz hineingehen, und das machen wir systematisch immer wieder,
diese Phänomene, die wir uns dann begegnen, werden immer vielfältiger. Was wir sehen in vielen Analysen aus Rechtsextremismus, Rechtspopulismusstudien ist, demokratiekritische, feindselige Milieus werden immer heterogener und die sind schlechter zu identifizieren. Wir haben sie früher einfacher identifizieren können anhand soziodemografischer Merkmale, anhand von Prekaritätsindikatoren und so weiter, anhand von Frustrationsindikatoren. Auch die Milieus im Netz waren einfacher zu identifizieren. Das wird jetzt schwieriger. Was wir sehen im Netz ist, es entwickeln sich neue ideologische Milieus mit Verbindungen weit in der Mitte, neue Vernetzungsformen. Diese Milieus suchen aktiv Konflikte. Wir haben relativ viel Hassreden im Internet, die konfliktaffin ist. Sie sucht aktiv Konflikte in medialen Räumen, auf der Straße, in den Parlamenten. Und was wir sehen in unseren Studien, wenn wir nur mal angucken, die Offline-Einstellungsmuster und das, was online abläuft, wir sind der Meinung, das alles ist verbunden, doch in einer breiten identitären Bewegung, getragen von der Idee von Widerstand und eine breite Kategorie von Feinden. Es geht immer wieder um Widerstand und breite Kategorie von Feinden. So. Schwierig. Wir haben festgestellt, auch in einer Studie, zum Beispiel neurechte Einstellungen, die eigentlich eher in solchen intellektuellen kleinen Zirkeln, Kubitschek und so weiter, produziert werden, die eigentlich früher auch aus den intellektuellen Milieus von Akademikerinnen und Akademikern, es sind dann doch in der Mehrheit männliche Personen dabei, die werden auf einmal Teile von breiten Bevölkerungsmeinungen, ohne dass vielleicht jetzt in der breiten Bevölkerungsmitte das unbedingt bewusst so geteilt wird. Wir haben in der letzten Studie gespaltene Mitte festgestellt, also es gibt Zustimmung in der Mitte der Bevölkerung, das sind keine rechtsextremen Milieus. Die regierenden Parteien betrügen das Volk, 28%, die das äußern als Einstellungsmuster und dann natürlich teilen, wenn sie im Netz sowas finden. Also wenn sie fest daran glauben, dass jemand das Volk betrügt, dann wissen wir nach der sozialen Vergleichstheorie von Leon Festinger, dann werden sich eher Leuten nähern, die ihre Meinung teilen, als die, die eine unähnliche Meinung haben. Das verunsichert sie. Können Sie heute Abend noch probieren, mal rausgehen in die Kneipe und sagen, findest du nicht auch, wir werden betrogen. Dann stellen Sie fest, wenn jemand sagt, also nee, dann verunsichert uns das. Sagt jemand ja, sag mal, können wir ein Bier trinken. In Deutschland kann man nicht mehr frei seine Meinung äußern, ohne Ärger zu bekommen. 28% teilen das in einer repräsentativ gezogenen Stichprobe. Bitte mal einmal vorstellen, man hätte die Meinung, man darf hier nicht frei seine Meinung äußern. Das ist kein schönes Gefühl. Kann man vielleicht dann im Netz. Die deutsche Gesellschaft wird durch den Islam unterwandert. Also mit Sicherheit gibt es hier im Raum irgendeinen Hinweis darauf, dass wir tatsächlich gerade unterwandert werden. Ich frage jetzt nicht, wer Muslim ist. Und schon haben wir den Salat. Und im Netz findet man auch das und produziert das. Deutschland wäre ohne die EU besser dran. Es ist Zeit, mehr Widerstand gegen die aktuelle Politik zu. 28% teilen solche neurechten Einstellungen, die interessanterweise jetzt im Kern, das ist empirisch identifiziert, das sind Dimensionen, die haben wir empirisch identifiziert, die ja ohne Rassismus auskommen. Rassismus ist nicht mehr Kernelement dieser Einstellung. Aber da sieht man, das sind Einstellung als Wahrnehmungsmuster hochgradig netzaffin. In der Internetkommunikation finde ich für das alles viel besser entsprechend. Und das wissen wir, dass dieses direkt oder oft nur indirekt in News versteckt ist. Es gibt eine ganze Reihe von Studien von Hass im Netz, von Belltower News, Jugendschutznet und. Es gibt einige Studien, die zeigen, vieles von dem, was wir da an Einstellungsmustern offline finden, finden wir auch im Internet. Die finden wir eingebettet in News, rechtsextrem Fake News, Online-Hass gegen Geflüchtete, Satire im Deckmantel für Hass, Verschwörungstheorien, Verunglimpfung von Muslimen, Rekrutierung übers Netz. Das wird oft verkauft als Nachrichten. Viele Nachrichten auf vielen rechtsextremen, rechtspopulistischen Seiten erscheinen wie Nachrichten, transportieren aber implizit genau diese Einstellungsmuster, die wir offline wiederfinden. So, Hassreden. Im Folgenden will ich ein bisschen was sagen, wie können wir Hassreden jetzt bestimmen? Und ich weiß nicht, warum wir nicht den Hate Speech auf dem Plakat haben. Weiß ich nicht. Normalerweise steht da mal Hate Speech, ne? Aber Hassreden gefällt mir viel besser. Ja? Auf dem Hate Speech? Ja. Steht? Okay, habe ich mir vertan. Da stand das nur in der Mail. Googelt mal.
Ich will ein bisschen über die Bestimmung reden, dann Funktionen von Hass reden. Dann will ich ein bisschen was erzählen über eine Studie, die wir mit Medienschaffenden durchgeführt haben. Was macht eigentlich der Hass mit dem Journalismus? Und dann die Frage stellen, gibt es irgendwas, was dagegen wirkt? Was kann man dagegen unternehmen? Und ganz am Ende werde ich ein Resümee ziehen, ganz kurz. Hass reden. Das Problem ist, Hate Speech kann man strafrechtlich bestimmen. Ich weiß nicht, wer Juristin ist hier im Raum. Das ist natürlich eigentlich das Kriterium für die Regulierung von Hassreden. Es wird juristisch bestimmt. Das ist relativ eindeutig. Es ist ein Tatbestand der Volksverhetzung. Wenn jemand, ja, Strafgesetzbuch § 130, in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, erstens zum Hass gegen Teile der Bevölkerung aufstachelt oder zu Gewalt- und Willkürmaßnahmen gegen sie auffordert oder zweitens die Menschenwürde anderer dadurch angreift, dass er Teile der Bevölkerung beschimpft, böswillig verächtlich macht oder verleumdet. So steht es im Gesetz. Kommt das vor? Kommt das vor bei euch, gegen euch? Und man ist der Meinung, das trifft diesen Tatbestand, kann das verfolgt werden? Nicht ganz einfach, wir wissen das von den Gerichten, sie tun sich schwer damit, dass vieles von dem, was wir als Hassreden haben, auch strafgesetzlich so einzustufen. Das entwickelt sich gerade. Wir haben jetzt mehr Strafverfahren auf juristischer Seite. Davon unabhängig gibt es aber im Europarat eine etwas weichere Definition. Der Europarat hat es weicher definiert als das deutsche Strafgesetzbuch, was für die rechtlichen Verfahren wichtig ist. Und zwar sagt der Europarat, eigentlich ist Hate Speech, Hassreden, alle Ausdrucksformen, die Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus oder andere Formen auf Intoleranz beruhenden Hass verbreiten, dazu anstiften, sie fördern oder rechtfertigen, einschließlich von Intoleranz, die sich in aggressiven Nationalismus und Ethnozentrismus, der Diskriminierung und Feindseligkeit gegenüber Minderheiten, Migranten, Migrantinnen und Menschen mit Migrationshintergrund äußert. Sehr weitreichend. Eigentlich eine gute Grundlage, um denen zu begegnen, weil es bezeichnet genau das, was wir mal auch unter der Menschenfeindlichkeit offline verstanden haben. Schwierig aber wieder, man muss sich immer wieder vorstellen, wir sehen Hassreden, dieses dann justiziabel zu machen. Wissenschaftlich in den Sozialgeisteswissenschaften, ja, in Sprachwissenschaften haben wir einen weiteren Begriff. Uns interessieren mehr Phänomene in Hassreden als die rein kriminologischen strafrechtlichen Bestimmungsstücke. Maybauer 2013 sagt, Hassreden sind alle sprachlichen Ausdrücke von Hass gegen Personen oder Gruppen, insbesondere durch die Verwendung von Ausdrücken, die der Herabsetzung und Verunglimpfung von Bevölkerungsgruppen dienen. Wir würden sagen, klassisch Hassreden, ja, bedeutet Abwertung aufgrund von Zuschreibung von Ungleichwertigkeit, Vorurteilen, rassistische Einstellung. Also sozialwissenschaftlich haben wir einen breiteren Begriff. Und das ist auch ganz gut, weil wir dann in der Wissenschaft, in der Forschung mehr Phänomene damit erfassen können, als die rein kriminologisch, die kriminogenen oder strafrechtlichen Phänomene. Es gibt unterschiedliche Bestimmungsmerkmale. Also, das neue Potsdamer Toleranzedikt, die haben sich mal die Mühe gemacht zu sagen, so, das sind eigentlich so folgende Ausdrucksformen finden wir. Das Wichtige ist ja jetzt, dass wir diese Definition operationalisierbar machen, damit wir Hassreden identifizieren können. Also erstens, den Gegner andersdenken, Andersgläubige werden verunglimpft, man sieht sich im Alleinbesitz der Wahrheit, mit dramaturgischen Mitteln werden starke Gefühle wie Wut, Zorn oder Mitleid erzeugt, die Argumentation ist absolut einseitig, Gegenmeinungen werden verschwiegen, lächerlich gemacht, verzerrt oder falsch wiedergegeben, es werden besonders drastische Blut- und Gewaltszenen eingesetzt, rassische, religiöse, nationale, sexuelle Vorteile werden entsprechend bedient, die Gemeinschaft reagiert immer vor dem einzelnen Individuum. Die Hersteller der Botschaften stellen sich als Teil einer aufrechten und verschworenen Gemeinschaft dar. Ereignisse oder Entwicklungen werden dramatisiert. 10. Punkt, die Darstellungen sind oftmals besonders pathetisch und von tragischer Schicksalshaftigkeit gekennzeichnet. Ja, die haben zwischen verschiedenen Nichtregierungsorganisationen, Projektgruppen und so weiter versucht, das mal genau überführbar zu machen. Ist etwas genauer, ist aber, wenn man im Einzelnen anguckt, auch immer wieder eine Frage des Verhandelns, was denn eigentlich Hassreden ist. Wir müssen wissen, Hassreden hat unterschiedliche Dimensionen.
Hassreden kann Ausdruck von Einstellung sein. Auch autoritäre Äußerungen, Einstellungsäußerungen können Hassreden sein. Nationalismus haben wir gerade gesehen. Jede Form von Menschenfeindlichkeit, von menschenfeindlichen Vorurteilen, Rassismen und so weiter gehört in das Hassreden. Wir wissen, das hat kognitive, auch emotionale Seite. Auch bestimmtes Hassreden nur ein Ausdruck von Wut, das wissen wir mittlerweile, kann identifizierbar sein als eine Hassrede, obwohl vielleicht eine bestimmte Intention gar nicht adressiert ist. Hassreden kann sich allein im Verhalten zeigen, physisch, psychisch. Die Kunst wird sein, in Zukunft immer deutlich zu machen, messbar zu machen, dass Hassreden allein ein Verhaltensakt ist. Es ist ein Akt des Verhaltens, ein Sprachakt, der physisch wie psychisch schädigen kann. Das wissen wir eher aus dem Bereich der Forschung zur häuslichen Gewalt, dass bestimmtes Reden im häuslichen Kontext gegen eine Person unter Partnerinnen und Partnern oder gegenüber Kindern physisch Gewalt bedeutet. Ganz schwierig im Bereich jetzt der Internetkommunikation und so weiter, diesen Nachweis zu erbringen. Kann aber auch die Beleidigung sein, die Provokation. Und es kann, Hassreden kann für sich selbst ein Akt der Kommunikation sein, der darauf dringt, letztendlich durch Hassreden etwas Sekundäres zu erreichen, nämlich Dehumanisierung, Instrumentalisierung von Gruppen und so weiter. Hassreden kann instrumentalisiert werden, um Gruppen zu erzeugen. Kommen wir gleich zu, aber ich glaube, es gibt manche Gruppen im Internet, die wir da identifiziert haben. Wenn man denen den Hass nehmen würde, dann würden die zusammenbrechen. Es hat unterschiedliche Facetten, das macht das Ganze so schwierig. Ich habe es mal versucht zu kategorisieren und zu klassifizieren, damit man genauer identifizieren kann, was ist das für eine Hassrede, was steckt dahinter. Hassreden kann individuell sein. Wir haben relativ viele individuelle Äußerungen, kann aber auch kollektiv sein. Wir haben Hate Communities und die werden eigentlich immer bedeutsamer, die Hate Communities, weil wir wissen, dass im Internet solche einzelnen Hate-Postings immer wieder verfolgt werden und so weiter. Ich habe mal mit Netz gegen Nazis, jetzt heißt das Bell Tower, Netz gegen Nazis, haben wir mal so einen eigenen Troll ins Netz gesetzt, im Facebook-Profil, vollkommen unscheinbare junge Frau. An einer einzigen Stelle, nämlich bei den 10 Lieblingssongs, tauchte mal so ein Song auf, ein Lied auf, das auch sehr gerne von rechtsextremen Gruppen gehört wird. Das war vor 4 Jahren. Und ich glaube, es hat genau 10 Stunden gedauert und dann hatten wir den ersten Kontakt zu jemand aus dem Vorstand der NPD. Direkte Ansprache. Mit Hass kann man das. Das kann spontan sein oder strategisch. Das müssen wir unterscheiden. Es kann schwach oder stark sein. Ganz wichtige Unterscheidung. Einige Hassreden sind schwach, tun wir so ab, und andere sind stark. Starke sind solche, die besonders im Erleben Gewalt indizieren. Das kann direkt, indirekt sein gegen meine Person oder indirekt gegen andere Personen über mich, singulär, serienmäßig, einmal, öfter. Wir haben relativ hohes Ausmaß an einmaligem Hassreden, weniger serienmäßig, kann spezifisch sein, generalisiert, spezifisch geht gegen bestimmte Gegenstände, gegen bestimmte Ideologien, gegen Personen oder ganz generalisiert, wir werden das gleich sehen, explizit, implizit. Es hat immer eine kognitive, affektive und konative Ebene. Die konative Ebene ist die Verhaltensform. Und dann kann es quellenspezifisch sein, das heißt, eine Person steckt dahinter, oder zunehmend eben bei solchen Communities ist es algorithmisch. Wir haben individuelle Hassbotschaften, die sind anonym, indirekt, Copycat-Botschaften, wir haben relativ hohes Ausmaß, wir sehen das immer wieder, da sind wir im Bereich auch von Radikalisierung, wir sehen ein Hate-Posting und es klebt sich ein zweites, ein drittes, ein viertes da dran, weil das eine einmal in der Welt ist. Wir haben Hassgruppen, das habe ich schon gesagt, organisierte Gruppen, die sind in der Regel eingebaut in bestimmte Missionen. Ganz wesentlich ist, sobald es sich um Hassgruppen handelt, haben wir eine höhere Tatnähe zu Hate Crimes. Und dann haben wir einige, die haben so einen Zwill-Charakter. Man setzt das mal ab, man testet das mal aus oder es wird defensiv oder als eine Mission. Egal wie, um Hassreden zu verstehen, ist es eigentlich immer wieder nicht ganz dumm zu verstehen, dass Hassreden immer ein kommunikativer Akt sind. Und das kennt, glaube ich, so absolut jede und jeder in Deutschland. Ne, Schulz von Thun, Miteinander reden, Teil 1, Teil 2. Ich kann es kaum mehr sehen.
Aber wir wissen, in diesem kommunikativen Akt wissen wir, auch da können wir Hassreden einbetten. Hassreden haben in der Regel einen Sender, ob das nun ein virtueller Sender ist oder nicht. Da gibt es eine Nachricht, jede Hassrede soll eine Botschaft haben, hat eine Botschaft und irgendwie gibt es da einen Empfänger. Und da passiert etwas. Und in der Regel haben die meisten Hassreden Sach-, Beziehungsebene, Selbstausgabe und eben eine Appellseite. Nehmen wir mal so ein Beispiel, das habe ich bekommen. Ne? Sagt natürlich darüber aus, was jemand von sich kundgibt, worüber er informiert, was er von mir hält und wozu er mich veranlasst sehen möchte. Das hilft, glaube ich, mal bei der Bestimmung dessen, wie kann ich jetzt eine Hassrede zerlegen in die Anteile, um sie besser zu verstehen. Wesentlich ist, wir brauchen noch Funktionen. Hassreden sollen in der Regel Funktionen erfüllen. Also ich finde diese funktionale Sicht auf Hassreden relativ wichtig. Wir haben uns relativ viele Hasspostings angeguckt und so weiter im Kontext von Radikalisierung. Ganz klar, Hassreden soll abwerten. Der Nachweis ist nicht immer so ganz einfach, insbesondere dann, wenn es vor Gericht geht, soll Ungleichwertigkeit markieren, befördern, einfordern. Hate Speech ist immer ein Ausdruck von Emotion, Kommunikation, Verhalten, haben wir gesehen. Also relevant im Sinne der Funktion des Inhalts, sowie ein Prozess, der das Verhalten strukturiert und beeinflusst, des Inhalts und Frames der Inszenierung. Das heißt, Hassreden sind auch in der Regel immer eingebettet in bestimmte Formen eben von Inszenierung. Es bietet einen Rahmen selbst. Die Hassrede selbst kann ein Rahmen sein für Inszenierung. Also dahinter steckt dann eben noch etwas anderes und in der Regel sind es genau das, was wir in der Offline-Welt sehen. Bestimmte Ideologien, bestimmte Versatzstücke von größeren Weltansichten. Hate Speech kann Funktion Spaß machen. Gewalt als Erlebnis, das haben wir auch relativ stark, wenn man sich insbesondere in gerade im Kontext der Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte oder Geflüchtetenunterkünfte anguckt, was da an Hate-Postings ist, sind relativ viele dabei, die sind erlebnisorientiert, die sind Spaß. Wir hatten das Gleiche auch im Bereich Kontext NSU. Ja, das sind Gewalt als Emotion. Ist für einige sind, das wissen wir auch, da gibt es Studien zu, ein Release-Effekt. Ich habe so eine Wut und dann lasse ich das los und dann gibt es diesen kurzfristigen Release-Effekt. Ich habe das mal losgelassen und dann fühle ich mich etwas besser. Wir wissen aus der Forschung, das hält nicht lange. Man muss das dann immer wieder machen. Und in der Regel muss man sich dabei auch steigern. Das ist das Problem. Also Frustrations-Aggressionsforschung hat uns da eigentlich schon relativ viel gezeigt. Soll imaginiert verletzen, weil der Adressat Mitglied einer Outgroup ist, die so gut heißt, dehumanisieren. Wir haben relativ viel, das sind so neue Phänomene, die wir dann ab 14 beobachtet haben. Erst ging das Hassreden gegen bestimmte Gruppen, Islamfeindlichkeit und so weiter und dann zunehmend und immer stärker gegen die Unterstützer dieser Gruppen. Man greift die Gruppen selber gar nicht mehr an, sondern man greift die Unterstützer an. Soll natürlich Gruppen führen, Personengruppen mobilisieren, rekrutieren und denen radikalisieren. Rekrutierung, Radikalisierung und Mobilisierung sind die drei wesentlichen Merkmale von Hate Communities. Und in der Regel ist Hate Speech immer, je nach unserer Perspektive, ein Ausdruck von Identität. Und deswegen sind die Identitären so einflussreich geworden. Ja? Ich stelle jetzt nicht die Frage, ob hier jemand von den Identitären sitzt. Aber das ist schon ein Phänomen, dass sie eigentlich sehr erfolgreich da waren, wo sie am Anfang auch nur deswegen so erfolgreich waren, weil sie extrem geschickt im Internet genau das zentrale Motiv der Kommunikation aufgegriffen haben, nämlich die Identitätssuche. Wir haben im Netz relativ viele Menschen, die über die Hassrede eigentlich nur von Ich reden und auf dem Weg sind, irgendwie Anschluss an eine Identität zu finden. Wir haben die relativ früh analysiert, das war jetzt schon vor vier Jahren, als das Phänomen auftauchte. Wir können heute mit Software, mit linguistischen Methoden relativ gut, das ist jetzt basiert auf 30.000
Facebook-Kommentaren, Einträgen und so weiter rund um die identitäre Bewegung, die Themen ausfindig machen, die dann die Gruppe kennzeichnet. Was sind bestimmte Signalthemen, Diskursfelder der identitären Bewegung im Netz, die immer wieder neue Mitglieder binden kann und darüber entscheidet, ob wir dann eben Mitglied in der Gruppe sind oder nicht. Und das kann man relativ gut identifizieren. Das sind immer zentrale Themen, die eben auch in der Offline-Welt eine Rolle spielen. Also, ganz klar ist, im Kern ist es so, sobald wir posten, kommentieren, alles, was um das Thema identitäre Revolution relevant ist, das ist so ein Knotenpunkt. Daran hängen Diskursfelder, identitäre Bewegung, das gemeinsame Wir, die Ideologien, die Macht. Also wir sehen Identität und Macht, Selbstwert und Identität. Und das ist nichts besonders Überraschendes. Das sagen wir eigentlich, ist das Grundlage jeder Gruppendynamik. Aber Identität immer nicht im Sinne von nur wir da oben, Macht, sondern bedroht, bedrohte Heimat. Ja, muss man mal überlegen, wie erfolgreich das ist. Die waren schneller als die Politik mit ihrem Heimatfokus jetzt. Ja, Heimat ist bedroht und daran hängt an der bedrohten Heimat auch Diskurse über die Demokratie. Das sind die Diskursfelder und hier haben wir ein großes und da ist Europa als Abgrenzung und Sehnsucht einer jungen Generation. Und da sehen wir an diesen Diskursfeldern, die haben Nähen und diese Diskursfelder. Und da sehen wir, hier ist die Identität, das Wir. Und dann gibt es ein zweites Diskursfeld, was wir relativ deutlich sehen im Netz. Und das ist, wer bin ich, wer sind wir? Interessant. Also immer wieder ein Diskursfeld, da ist die Bewegung, wo bist du, wo bin ich, sind wir. Ethnopluralismus, Kultur, Erinnerung, Erbe, die Welt, Freiheit, Selbstverwirklichung. Ich, wir, meine Identität, der Link zu der Ich-Identität in Verbindung zur Freiheit. Das unterscheidet sich hier von der identitären Revolution. Und dann gibt es ein drittes Diskursfeld und ein viertes, fünftes, sechstes, siebtes haben wir so gar nicht ausgemacht, was relevant ist. Aber das dritte ist Islamisierung, Multikulturalismus, demografischer Kollaps, der große Austausch. Ganz große Nähe hier zu der bedrohten Heimat. Aber da sind die anderen, da bin ich, da sind wir, das ist die Bewegung. Und wenn man sich die Diskursfelder anguckt, sehen wir auch eine Entsprechung dessen, was da im Internet diskutiert wird und immer wieder unterspült wird von Hassreden, was dann eben auch bewegungsförmig eigentlich in der Offline-Welt so vorhanden ist. Es gibt neuere Analysen, ja, die sagen, diesen ganzen Bürgerschreck-Look der Oldschool-Nazis mit den Stiefeln und den Glatzen finden sie grauenhaft. Dafür fehlt ihnen auch der Mut. Im Grunde sind die Identitären weder hip noch jugendlich. Oh, das ist aber böse. Sie sind einfach nur die lang ersehnte Antwort auf die Frage, wie man gleichzeitig rechtsradikal und ein brutaler Spießer sein kann. Aber eben ein brutaler Spießer. Was das nicht einfach macht. Ja? Eine Bachelorarbeit an der Uni Niederrhein, sehr stark damit beschäftigt, mit der identitären Bewegung. Und das sind die zentralen Themen. Jugendlichkeit, Aktionismus, Popkultur, Corporate Identity. Hinterlegt in diesen Diskursen. Aber offensichtlich gibt es da eben dann auch ein Bedürfnis, das man abholen kann. Und es gibt eine Form der Inszenierung, die diese ganze Bewegung ja mit einer kleinen Gruppe riesig groß erscheinen lässt. Also Aktionsformen sind dann eben immer auch, und das ist interessant, im Internet. Das Internet bietet uns vollkommen neue Möglichkeiten der Inszenierung. Ja? Also da ist man nicht darauf angewiesen, dieselben weißen Turnschuhe anzuziehen wie 5 Milliarden andere. Sondern es ist eine Form einer Inszenierungsplattform. Das sehen wir. Sehr stark Community Building. Das sind, und das ist sehr wichtig, diese Community Building ist ein zentraler Modus, der durch Hassreden immer wieder hergestellt wird. Das sind Website-Gruppen in den USA, das sind nur die Anti-Muslims-Groups, die als ausmachbar sind im Internet, als entstehen eine geschlossene Gemeinschaft, die auch islamfeindliche Postings, Absatz und so weiter, stieg an von 2014 hier 24, das ist mal runtergegangen bis 2014, und wir sind jetzt hier 2016 bei 101 geschlossenen, extremen, antimuslimischen Webgruppen, die komplett abgeschlossen sind, Propaganda machen und so weiter. Das heißt, es hat etwas Kollektives. Und jetzt kommt etwas, was ganz relativ wichtig ist für Hassreden.
Was das Netz bietet und die Bezugsgruppe liefert, ist ein Switch, was wir da tun können. Und das ist eben über die Abgrenzung von den anderen ist, wir alle haben Personalidentitäten. Das, was uns ausmacht. Das, was uns in engen Beziehungen mit anderen ausmacht. Aber was das Netz bietet über Hassreden, über die Abgrenzung von dem anderen, ist ein Switch von der personalen Identität hin zur sozialen Identitätsform. Und im Netz kann ich immer wieder diese Kategorie salient machen. Wir, 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 die anderen, die anderen, die anderen, die Bedrohung, die Bedrohung, die Bedrohung. Das heißt, im Netz wird immer diese Kategorie angesprochen, das sorgt für eine soziale Identität. Und das Problem ist, dass Hassreden entsteht auf der Grundlage von diesen sozialen Identifikationen. Man hat ja jetzt einige Gerichtsverfahren, es wird stärker verfolgt. Wir kommen mehr zu einer Verfolgung von Hassreden. Und immer dann, wenn einzelne Personen identifiziert werden, passiert Folgendes. Man versucht, mit ihnen zu reden und dann reden sie auf dieser Ebene. Sie sagen, nee, so war das ja gar nicht gemeint. Und ich habe das ja nur gemacht, weil da waren auch noch andere. Was aber wesentlich ist für uns im Bereich der Sozialwissenschaften, wissen wir, nein, dieses Verhalten war auf der Ebene der sozialen Identität uns genauso relevant wie unsere Personalidentität. Wir haben eben nicht nur ein Ich, sondern auch ein Wir. Hilft einem nichts. Und das ist eben relativ wichtig für Hate Speech. Hate Speech hat eine ganz wesentliche Funktion. Sie soll zwar die anderen treffen, werden wir gleich sehen, aber es dient der Inszenierung des Extremen. Das heißt, letztendlich ist Hate Speech in dem Ausmaß, wie wir es jetzt sehen, im Netz eben immer auch ein Mittel von Radikalisierung und Aufheizung. Hate Speech kann der Selbstinszenierung dienen. Das ist diese Selbstebene, die wir gesehen haben schon bei Schulz von Thun. Das Fremde wird inszeniert, die Gewaltbühne, der Zustand, der Prozess, die Tat, die Erlebniswelt und auch, es wird inszeniert, die Normalitätsverschiebung im Kontext. Wir sind, wenn wir stark auf rechtspopulistischen Seiten mal verbleiben, das können Sie einfach mal machen, werden Sie feststellen, dass nach einer Zeit denken Sie, ups, ich glaube, ich muss mal eine Pause machen, weil da ist eine Welt entstanden, die eine vollkommen andere Normalität hat. Die komplett, das ist eben Blasenwelt oder wie auch immer, wo man merkt, hier haben sich bereits Normen verschoben. Wir kennen das alles. Anna Spreewijk war auch im Internet aktiv, hat auch relativ viele Hassreden abgesetzt. Manches von dem hat er ja in seinem Manifest dann mit Copy und Paste dann auch nochmal in Buchform gebracht. Er ist eigentlich so die Terrorismusfigur, die auf dieser Scheide zwischen Online- und Offline-Welt steht. Und wenn man das genau anguckt, wie eigentlich inszeniert er sich selbst über diese Hassreden, vor allen Dingen gegen ja, Muslime, den großen Austausch, den Untergang Europas, da wird Gewalt als eine pure Emotion verkauft. Depersonalisierung, das ist die Inszenierung, die dann im Netz abläuft. Also man inszeniert sich mit Uniform, man ist gar nicht mehr die einzelne Person. Man ist also Repräsentant einer kollektiven Gruppe. Extreme Selbstpräsentationen, Berühmtheitsziel, ultimative Identitäten können im Netz entwickelt werden. Fremdinszenierung, das finden wir eher in den Liedern. Auch das ist nicht uninteressant. Wir werden jetzt, da kann man auch drüber diskutieren, wir werden ja im Internet jetzt auch nochmal die nächste Revolution haben, also weg von der Textsprache hin zur Bildsprache. Und zum Verbalen und ganz gut analysiert, das ist noch nicht so gut analysiert, die Fremdinszenierung im Netz. Also wie wird eigentlich dieses Othering in Hassreden, wie passiert das eigentlich? Was wird da für ein Bild gebaut? Wie sind die dehumanisierenden Bilder? Sondern das ist relativ gut analysiert bei Bildern, bei Liedern, die man auch dann eben im Netz findet. Frau Hase, die hat in einem sehr schönen Projekt über rechtsextreme Gruppen, Postings und so weiter, sich das mal angeguckt, wie diese Hass-Fremdgruppen dargestellt werden. Da gibt es eben die populären Feindbilder, die wir alle kennen. Die sorgen vor allen Dingen für Kohäsion der Gruppe. Also man macht eben, man lässt den Hass raus, um die Gruppe herzustellen. Da geht es um Differenz. Wir sind die und die anderen. Und die anderen werden abgewertet, sind faul, dreckig, betrügerisch, gewaltbereit. Respektlos, das finden wir klassischerweise ja eben in rechtsextremen Liedern. Sie leben von dir, spucken auf dich, weil du für sie ein deutsches Arschloch bist. Das finden wir alles im Netz auch wieder in den Seiten. Wehrst du dich, ist meistens zu spät, weil dann vor deiner Tür die Mafia steht.
sieht man wieder die Bedrohungswelt, wer da eigentlich bedroht. Dann gibt es aber die rassistisch dehumanisierenden Fremdbilder, die haben wir vor allen Dingen, ja, in dem Bereich, vor allen Dingen jetzt, was jetzt im Moment abläuft, im Internet so langsam sich aufbaut, ist die große Invasion aus Afrika. Das wissen ja die wenigsten von Ihnen, dass ungefähr 700 Millionen Afrikaner vor der Tür stehen und so. Das ist im Internet Inszenierung. Ich habe das Bild jetzt gar nicht gezeigt, hätte ich aber auch eigentlich zeigen sollen. Erstaunlicherweise beim Brexit hat das Internet und die Propaganda im Internet gegen die Invasion von Zuwanderinnen und Zuwanderern eine enorm wichtige Rolle bei UKIP gespielt. Sie hat enorm verfangen bei den Menschen auf dem Land, die haben übers Internet sich darüber informiert, wer eigentlich vor der Insel steht. Und da gibt es rassistisch dehumanisierende, ja, Nigger ist so viel wie Material und Scheiß auf den Abschaum, ganz dehumanisierende Bilder, man taucht gar nicht mehr auf. Oder dann eben die Feinde werden induziert, sie werden eigentlich ganz nebulös dargestellt, dass es umso gefährlicher ist, dass es da irgendwelche Fremde gibt, die etwas mit einem machen wollen. Sie benutzen deinen Geist, verseuchen deine Seele, sie bestimmen deinen Weg. Das hat man bei vielen Hassreden, die passieren dann, ja, ich lasse die jetzt ab, weil sie kontrollieren, ja, hier alles Mögliche. Das funktioniert im Prozess von strukturierter Rekrutierung. Hassreden führen in der Regel dazu, dass die Aufmerksamkeit gezogen wird auf Rekrutierung. Rekrutierung hat dann wieder Prinzipien. Ja, wir lassen Hassreden an. Hate-Postings haben wir sehr viel bei radikalisierten Personen gesehen. Hate-Posting wird abgesetzt, dann kommt die Kontaktaufnahme und dann kommt auf einmal ein Angebot. Du kannst eigentlich bei uns mitmachen, aber nicht einfach so. Du kannst nicht Teil der Gemeinschaft werden, einfach so. Sondern da gibt es bestimmte Regeln, die Gesellschaft will nicht, komm zu uns, die wollen dich doch gar nicht. Auch zum Teil dann, hör mal auf mit deinen ganzen Hasskommentaren, überleg mal. Dann gibt es totalitäre Kategorien, feste Normen, Regeln, Knappheitsprinzip, wir sind die Avantgarde, Verehrung von Märtyrern. Gerade beim Hassreden haben wir einige Figuren, die eben dadurch so verliehen bekommen, so einen Märtyrerstatus. Inszenierung von eigener Biografie, alles ist leer und sinnlos und jetzt auf einmal wird das alles sinnvoll, Sympathie, Autorität und so weiter. Interessanterweise, was passiert in dem Kontext ist, vielen Menschen wird da von Meaning zu Void und umgekehrt. Void ist ein Zustand der Sinnlosigkeit und der wird gefüllt über die Communities. Und dann hängen natürlich damit zusammen dann auch im Netz kulturelle Praxen, die dann angeeignet werden können. Also das Angebot bekommen wir alles. Auch die Bühne und die Tatinszenierung, ja, Erlebniswelten werden angeboten. Es gibt dann immer noch wieder bürgerliche Nischenwelten, Netzwerke und eben eine Gewalterlebniswelt. Wir haben auch Gruppen wie hier eben, das ist ein Bild, Hogesa, auch ein super interessantes Phänomen im Netz, wenn man das mal verfolgt, Hooligans gegen Salafisten, man glaubt das ja gar nicht, dass sowas möglich ist, wenn man sich da ein bisschen im Fußball bewegt. Hooligans gegen Salafisten. Auch eine Gemeinschaft, die über Webseiten und erste Postings gegen diese, vor allen Dingen ging es dann um Scharia-Polizei und so weiter, sich da unfassbar reingesteigert haben und dann diese Form von Bewegung gegründet haben. Was die wenigsten wissen, die waren ja einmal erfolgreich in Köln im Umstürzen eines Einsatzwagens. Das wurde lange vorbereitet im Netz. Salafisten im Netz als riesengroße Gruppe dargestellt, kommuniziert, die praktisch bald irgendwie das Land regieren würden. Der Einsatzwagen, der umgestürzt wurde, war der Einsatzwagen der Polizei in Bielefeld. Und natürlich, das haben wir dann auch, Hassreden, auch einfach als Teil in sogenannten Tatmanualen, Turner Diaries, Blood and Honor, das Field Manual für den Kampf, arbeitet und operiert dort, und wenn man da hineinguckt, mit Hate Speech als Form von auch Aktionsform, die unbedingt notwendig ist, um Feinde anzugreifen. Wenn man genau reinguckt, dann ist dann Hassreden ein strategischer Teil. Ja, und auch für die antidemokratische Online-Welt sollten dann eben Propagandaprozesse wir im Blick haben, die zu Hate Speech führen. Also was wir sehen, ist oft
Radikalisieren tut sich das Ganze von der Hassrede und wird immer tatnäher, wenn wir Menschen haben, die auch Vertrauenskrisen erleben. Die denken, ja, ich lasse jetzt die Hassrede, weil das ist eine Form von legalem Protest, den ich jetzt mit einer Hassrede ablasse. Ich lasse den Hass los, das ist eine Form von legalem Protest. Und wenn im Netz identifiziert wird von Communities, diese Person postet auch etwas, die hat kein Vertrauen mehr in diese Gesetzmäßigkeit des Staates und so weiter, dann kann man sie gut überführen in einen Legitimationskonflikt. Das heißt, man pusht und sagt, warum gehst du nicht die offene Konfrontation ein? Legaler Protest hat doch sowieso keinen Sinn. Die Form des legalen Protestes, die du da ausdrückst mit deiner Hassrede, haben keinen Sinn. Dann werden wir mitgenommen in diesen Konflikt, dass eigentlich Gesetzmäßigkeit, Normen und so weiter gar nicht zu legitimieren sind. Dann kommt es zu offenen Konfrontationen. Und dann kann es passieren, dass wir überführt werden, so in einen Zustand einer Krise, dass wir das System als solches nicht mehr legitimieren können. Und dann wird die Kategorie der Feinde auch breiter, dann gibt es auch einen breiteren Hate Speech. Und das kann dann eben führen zu systematischen Formen von Gewaltterror oder zu straffälligen Formen von Hassreden, die dann strafrechtlich verfolgt werden. Und das Wichtige ist im Netz ist, das sehen wir eigentlich nur dann, diese Überführung, diese Form von Radikalisierung bis hinein in eine Tat durch Hassreden, wenn Menschen immer wieder auf antidemokratische Propaganda und Agitation treffen. Ganz wesentlich, es muss immer wieder angeheizt werden. Und das Zweite ist, da sollte eigentlich stehen Identitätsangebote. Wenn also mit dieser von der einen Stufe zur anderen uns immer wieder gesagt wird, du bist auf dem richtigen Weg und wir machen dir ein Identitätsangebot. So. Hass gegen Medienschaffende. Wir haben in einer Studie mal etwas genauer analysiert, was passiert eigentlich beim Hassreden, was macht das eigentlich mit Menschen, und wir haben eine Studie durchgeführt und es gibt komischerweise nur erstmal diese eine Studie. Ich habe gedacht, so andere Bereiche, es müssen nicht unbedingt Konfliktgewaltforscher machen. Eigentlich dachte ich in den Medienwissenschaften, da gibt es auch eine ganze Reihe von Studien, aber so ganz systematisch haben wir das vor 2 Jahren begonnen. Wir haben eine Studie durchgeführt, was nehmen eigentlich Medienschaffende an Angriffen wahr? Weshalb meinen sie eigentlich, dass sie angegriffen werden? Welche Belastungen und Einschränkungen hat das? Welche Reaktionen im Umfeld und welche Gegenmaßnahmen finden sie wichtig? Und das ganze Studie basierte bei uns, weil wir da eben mit Grundlagentheorien drangegangen sind, die eher aus dem Bereich der Sozialwissenschaften und der Psychologie kommen, auf Stressmodellen. Hassreden ist eigentlich dann effektiv, wenn es bei einer Person Stressphänomene ausüben kann. Wenn ich also eine Belastung empfinde, für die ich keine Bewältigung mehr habe. So. Wir haben in der Studie eine selbstrekrutierte Stichprobe und jetzt ist das Problem Medienschaffende, was ist die Grundgesamtheit? Wir mussten daraus eine systematische Stichprobe ziehen, deswegen haben wir uns 2 Journalistinnen und Journalistenverbände ausgesucht. Wir haben eine online durchgeführt, aber man konnte mit uns kommunizieren, Nachfragen stellen und so weiter, weil wir brauchten eben, das bietet das Internet eben auch, ganz neue Möglichkeiten der Forschung, die viel sensibler sind, weil wir Anonymität garantieren können. November bis Dezember 2016, 1372 Personen haben wir erreicht, relativ viel. Wir hatten zwischen 483 Teilnehmern, die jetzt unterschiedliche Anteile beantwortet haben und so weiter. Die Stichprobe war relativ gut und war keine Stichprobe, wo wir nur Personen erreicht haben, die gesagt haben, erstens, Hassreden ist ein Problem und zweitens, ich will dazu unbedingt was sagen, weil ich ein Opfer bin. Werden wir gleich sehen. Das war nicht so. Sondern es waren Journalistenverbände, die sich auch für das Thema interessierten. Was kommt raus? 2/3 sind der Meinung, damals, hasserfüllte Reaktionen auf journalistische Beiträge sind angestiegen. 1/4 berichtet eine Zunahme, auch in Bezug auf die eigenen Beiträge. Ja. Das heißt, in dem Zeitraum angestiegen. Und das war ein Zeitraum, wo damals auch schon eigentlich die Problemlage, das Krisengerede, eher abnahm. Aber das ist auch ein Problem, eben, dass wir bestimmte Diskussionen haben, Diskurse haben, vor allen Dingen über die Bedrohung durch Gruppen in einer Gesellschaft. Und das, was wir dann als Hasswellen sehen im Internet, kommt zeitverzögert. Wir denken immer, das eine ist durch das andere erzeugt. Das kommt zeitverzögert. 42% waren betroffen, 15 berichten von einmaligen, 26 von mehrmaligen. Also 42
40% in der Stichprobe waren betroffen, der andere Teil nicht betroffen. Interessanterweise identifizieren wir unter den Journalisten und Journalisten, das werden wir bei den Belastungen sehen, dass der Angriff auf meine Kollegin, auf meinen Kollegen tatsächlich emotional sich genauso belastend anfühlen kann, wie bei der Person, die betroffen ist. Das wissen wir aus der Stressforschung. Das wissen einige von euch, die in einer festen Beziehung sind. Und vielleicht noch studieren und der Freund oder die Freundin kriegt eine schlechte Note. Das fühlt sich böse an. Es gibt sekundäres Belastungserleben. Journalisten aus überregionalen Redaktionen werden häufiger von Angriffen betroffen als regional. Auch das ist interessant. Das heißt, diese hasserfüllten Botschaften, wir haben nicht nur von Hate Speech geredet in der Studie, sondern wir haben erklärt in einem Passus, was hasserfüllende Botschaften sein können. Wir haben das möglichst breit aufgemacht, sodass die Journalistinnen und Journalisten nicht nur diese kriminologische Definition im Kopf haben. Außenreports erhöhen signifikant das Angriffsrisiko. Und hier in der Studie zeigen wir es relativ deutlich in Bezug auf die Medienschaffenden, insbesondere solche, die dann tatsächlich auch sichtbar sind und an Orte gehen, wo es Konflikte gibt, die sind im Besonderen betroffen. Das war nicht uninteressant. Am häufigsten fanden Angriffe in direkten Situationen, 76% von denen, die auch offline dann. Und der prototypische Fall ist, das sind Journalistinnen und Journalisten, die gehen zu einer Demo im Bereich Rechtspopulismus, im Bereich Rechtsextremismus, gehen wieder nach Hause, berichten darüber. Signifikant steigt das die Angriffswahrscheinlichkeit an, verglichen zu solchen, die nur über die Demo berichten, aber nicht dahin gehen. Und das ist interessant, weil das gibt einen Hinweis, was da für eine Dynamik dahinter ist. Ein Fünftel über die sozialen Netzwerke, 17% über die Kommentarfunktion und immer noch 13,3 Angriffe per E-Mail. In dem ganzen Befragungszeitraum, auch das ist relativ neu, Hassreden immer weniger unter Nicknames, sondern mit Klarnamen. Die Selbsteinschätzung, was sind die Angriffsgründe eigentlich? Was meinen jetzt Medienschaffende, die kriegen jetzt einen Haufen Hassbotschaften? Was meinen sie eigentlich, was die Gründe sind? Warum haben wir das gefragt? Es ist relativ wichtig, wenn Hassreden stattfindet, wenn wir angegriffen werden, dass wir dann, und jetzt kommt wieder Stressmodell, dass wir dann eine angemessene Einschätzung finden. Warum werde ich angegriffen? Je diffuser das ist, umso belastender kann das sein. Dann schalte ich eine sekundäre Bewertung nach und fange vielleicht an, bei mir zu suchen. Habe ich vielleicht einen journalistischen Fehler gemacht? Habe ich vielleicht zu pauschal? Habe ich vielleicht nicht auf die Sorgenbürgerinnen und Sorgenbürger genügend geachtet? Relativ wichtig, Unzufriedenheit mit den Beitragsinhalten, das merkt man einfach, das passt nicht. Wir haben sehr viel Hassbotschaften, die kommen dadurch zustande, dass wir Journalistinnen und Journalisten etwas berichten oder wir etwas sagen in der Öffentlichkeit, das passiert ja einigen von uns auch. Und dann kriegt man eine Hassbotschaft, weil schlichtweg, wir haben nicht das gesagt, was jetzt die andere Person meint. Ich schreibe oft zurück, wenn ich sowas kriege, ja, was wäre denn gewesen, wenn ich genau das gesagt hätte, was Sie meinen? Und dann kommt oft nichts mehr. Wären Sie dann zufrieden gewesen? Wäre es dann richtig gewesen? Unzufriedenheit mit der Darstellung des Sachverhalts, wir sehen als Ablehnung der Personengruppe und Unzufriedenheit der Redaktion geringer. Interessant ist, Geschlecht spielt eine Rolle. Auch das, ich habe nicht eine systematische Meta-Analyse, aber zumindest im Bereich der Angriffe auf Medienschaffende, Frauen werden häufiger angegriffen als Männer. Die Wahrscheinlichkeit ist da höher. Wenn man Journalistin ist und etwas berichtet, wird man eher angegriffen. Und das ist ein ganz wichtiger Hinweis, weil das bedeutet, dass Kategorien, die auch in der realen Welt eine Rolle spielen, bei der Ungleichwertigkeit hier auch eine Rolle spielen. Wir haben das kontrolliert. Und zwar um die Frage, wer hat da geantwortet? Geschlecht, Alter, Migrationshintergrund. Es ist bei den Journalistinnen und Journalisten so, dass eigentlich sie uns sagen in der Studie, dass ihr Migrationshintergrund, den man vom Namen ableiten könnte, weniger eine große Rolle spielt. Wir haben dann gefragt, so, bei welchen Themen genau nennen Sie die Themen doch bitte, bei denen Hassbotschaften kommen? Und das haben wir jetzt dargestellt in einer Cloud. Und das ist vollkommen klar in dem Zeitraum, sobald in einem Bericht so ein Begriff auftaucht wie Flüchtlinge, steigt sofort die Wahrscheinlichkeit,
dass man eine Hassbotschaft bekommt. Migration, Pegida aber nur dann, wenn es nicht die Meinung von Pegida ist, die dargestellt wird. AfD, Politik, Islam, Straftaten, Kriminalität. Und die anderen Begriffe, die kleiner sind, sind wesentlicher entzündlich. Das sind die entzündbaren Begriffe. Und absolut an erster Stelle steht eben Flüchtlinge, Ausländer, Migration. Jede zweite fühlt sich von Angriffen belastet, dabei ist es ganz unabhängig, ob die Angriffe selbst erlebt werden oder nicht. Das ist der sekundäre Effekt. Das war in der Studie sehr auffällig. Das heißt, Hassreden erreicht eben nicht nur mich, eine Person, die angegriffen wird, sondern eben auch andere. Jetzt, welche Belastungen werden erlebt? Psychisches Wohlbefinden, 46% fühlen sich psychisch belastet. Sie sagen, es belastet mich stabil, psychisch und auch systematisch. Ja? Unter Journalistinnen ohne eigenes Angriffserlebnis ist es immer noch 34%. 34% der Journalistinnen, die selbst nicht angegriffen wurden, finden das psychisch belastend, wenn eine Kollegin oder Kollege angegriffen ist. Wir haben Wirkung auf das Privatleben. Ja? Personen berichten doppelt so häufig von negativen Auswirkungen auf das Privatleben, 31% wie Nichtbetroffene. Und das ist ein Problem. Wir wissen aus der Stressforschung, wenn wir diese Hassreden, die kommen aufgrund von einem Diskurs, den wir führen, als Journalistin oder nicht, mitnehmen nach Hause in das Privatleben, kann das die Belastung nochmal verstärken. Teamfähigkeit, bei 10% ist die Teamfähigkeit betroffen gewesen. Wir wissen nun mehr über solche Hassreden, sie haben Wirkung. Wir wissen aus der Forschung Stereotypenbedrohung. Wenn über Hassreden immer wieder ich höre, es wird mir gegenüber ein Stereotyp geäußert, negativ, über einen stabilen Zeitpunkt, weil ich identifiziert werde als Mitglied einer bestimmten Gruppe, wie zum Beispiel Muslime. Muslimfeindliche Äußerungen, immer wieder die gleichen Äußerungen, Terrornähe, Frauenunterdrückung, Scharia und. Dann wissen wir aus der Forschung, da brauche ich gar nicht die Forschung zum Hassreden zu zitieren, dass solche Stereotypen von vielen erlebt werden als eine Bedrohung. Wenn ich, und das haben wir einige Journalisten, wir haben dann auch Interviews durchgeführt, wenn man immer wieder hört, Systempresse, dann wirkt das für einige, die mit einem bestimmten Professionsverständnis, wirkt dieses Stereotyp bedrohlich. Und das werde ich los, indem ich dann teilweise anfange, diese Stereotype zu glauben. Verunsicherung, Kontrollverlust, Wellbeing, Gesundheit und so weiter. Die Effekte von Hassreden auf Gesundheit sind nachweislich. Und das wissen wir viel mehr aus der Mobbing- und Bullying-Forschung. Die Wirkung von dehumanisierenden Botschaften, die schärfste Form der Hassrede ist, wenn wir dehumanisiert werden. Das heißt, wenn der Hass gegen uns geht und wir in einer Art und Weise dargestellt werden, dass wir gar nicht menschlich erscheinen, sind noch viel stärker. Hassreden, die sind besonders psychisch belastend, wenn die Fähigkeit abgesprochen wird, moralisch zu handeln. Wir sind nicht moralisch. Wenn gesellschaftlich akzeptierte Normen überhaupt gar keine Rolle spielen bei der Hassrede und wenn wir auch so dargestellt werden, als wenn wir überhaupt nicht mehr schutzfähig oder schutzbedürftig sind. Und das ist extrem stark angestiegen, nachdem wir in dem ganzen Bereich Rechtspopulismus eine so enorme Bewegung bekommen haben im Netz, dass diese Bewegung sich in einem Widerstandsbewegung aufgeht. Journalisten, die mehr als einmal mit Angriffen konfrontiert waren, was haben sie denn eigentlich gemacht? Wichtig ist für die Stress, wenn ich ihn bewältigen will, dass ich auch eine Maßnahme kenne, um jetzt mit den Angriffen umzugehen. Ja, wir sehen hier, die meisten haben technische Hilfsmittel, Entfernung von Beiträgen, das nimmt jetzt zu, das beobachten wir. Deaktivierung von Kommentarfunktionen, Blockierung von Personen ist ein technisches Hilfsmittel, mit dem man dann erstmal versucht, das Ganze zu bewältigen. Professionelle Beratung haben immer 79% aufgesucht. Das ist nicht wenig von denen, die eben davon betroffen waren. Und 68% haben sich auf Diskussionen eingelassen. Das heißt, sie haben zurückgeschrieben und dann nochmal gebeten um eine Stellungnahme und so weiter. Das sind die mit mehrfachen Angriffen. Die mit einfachen Angriffen, die haben vielleicht einen kleinen Fehler gemacht. Sie haben nämlich vor allem mit Kollegen geredet oder mit Familienangehörigen.
Wir wissen von denen, die das gemacht haben, dass dann das Stresserleben stärker sein kann. Weil die Kolleginnen und Kollegen dann da mitleiden und weil dann das Leiden praktisch perpetuiert wird. Suchten Diskussion mit den Angriffspersonen war ein Drittel, nutzen seltener technisches, das sind 17% und 12%. So. Soweit zu diesem ganzen Phänomenbereich Hassreden, und ich habe das ja eingebettet jetzt auch in gesellschaftliche Bewegungen, aber auch in die Frage eben, wie hängt das zusammen, Hassreden mit weiteren Formen von Radikalisierung. Gegenwirkung. Die Journalistinnen und die Medienschaffenden sagen uns, ja, es gibt ein Mittel gegen diesen Anstieg von Hassreden in der Gesellschaft, im Netz und so weiter. Die haben erstmal gesagt, alle, die betroffen sind von solchen Hassreden, deren Arbeitsbedingungen müssen verbessert werden. Das ist ja klar, das sagen die Medienschaffenden. Und das ist aber leider, wir wissen das eben hier aus den Redaktionen und aus den Universitäten, gar nicht so einfach. Wir haben in Bielefeld eine Kampagne, die heißt Uni ohne Vorurteile. Da können sich Menschen dran wenden, die oft so auch solche Hassreden erfahren. Und dann Arbeitsbedingungen zu verändern, ist gar nicht so einfach. Da braucht man dann auch in so einer Einrichtung für die Universität ein Krisenmanagement zum Beispiel. Das ist ja eine Möglichkeit, damit umzugehen. Stressbewältigung. Schutz und Kontrolle war das Zweite, was jetzt die Journalisten meinten. Das, hier sind wir auf der Ebene des Rechts. Solidarität und Integrität der Redaktion war das Dritte, was sie vorgeschlagen haben. Anerkennung und Medienkompetenz, das war das, was sie als Viertes vorgeschlagen haben. Das ist relativ deutlich, das war breit geteilt, dass die Befragten, die jetzt Hassreden erfahren haben und professionell in Medien tätig sind, gesagt haben, was eigentlich der Gesellschaft fehlt, ist eine Medienkompetenz. Das wäre jetzt die Zukunft des eures Instituts. Genau. Die verlangen das. Die sagen, diese Gesellschaft ist gar nicht kompetent, damit umzugehen. Auch hat verloren, die Kompetenz einzustufen, was zum Beispiel Journalismus ist. Das erfahren wir in der Wissenschaft auch häufig, wenn man sich mit Phänomenen wie Populismus, Extremismus beschäftigt, werden die immer unruhiger radikale Gruppen, weil sie sagen, das stimmt doch gar nicht. Wo wir dann sagen, nee. Oder Wahrheiten. Wir haben jetzt im Bereich des Rechtspopulismus eine riesengroße Kampagne, Wahrheit, Wahrheit, Wahrheit. Das ist natürlich etwas, wo wir als Wissenschaftlerinnen, als Wissenschaftler sehr unruhig werden, weil wir eben Wahrheiten nicht predigen. Deswegen Wahrheiten, einfache Wahrheiten auch in Frage stellen. Es ist aber gegen solche Bewegungen. Es gibt auf der europäischen Ebene gibt es so etwas. Das Europaparlament hat eine Coalition, eine Kampagne gegen Hate Crimes. Ansatz ist mehr Geld bereitstellen für Information und Bewusstseinsbildung. Bewusstsein schaffen in jeder Hinsicht, durch Medien, Bildung, nationale, kommunale Eliten sensibilisieren. Das ist auf der Europaebene. Zweitens politische rechtliche Handlung. Da haben wir ja jetzt in Deutschland, naja gut, mit den derzeitigen Gesetzesänderungen eher so auch zum Teil Bruchlandung erlebt. Prüfung von Rechtslücken. Und natürlich haben wir die Rechtslücken. Hassreden in ihrem Effekt auf psychische Belastung ist rein rechtlich ganz schwierig zu behandeln. Ist nicht einfach. Da brauche ich Kompetenz. Da gibt es massive Rechtslücken. Maßnahmen zur Erhöhung von Berichten, Verfolgungsstelle und Sanktionen, Sensibilisierung, Training, Erhaltung freiwilligen öffentlichen Datensammlungen. Ganz schwierig. Da werden wir in Europa kaum Konsens finden. Wir wissen, dass natürlich die meisten der Webseiten, wo Hassreden praktisch dann kampagnenfähig sind und Community-bildend sind, gar nicht hier sind auf unseren Servern. Und dann der dritte Punkt, Unterstützung, Empowerment von Opfern und Selbsthilfe. Also Trainings, Information, Stärkung von NGOs, koordinierte Präventionsprogramme. Das ist auf der europäischen Ebene so als Kampagne beschlossen worden. Einiges davon funktioniert. Das meiste davon funktioniert relativ schlecht. Ganz schwierig. Wir haben oft die Fälle in Schulen, dass selbst wir in der Uni einen Anruf bekommen. Die sehen Uni ohne Vorteile, rufen uns an und sagen, was mache ich denn jetzt? Wir haben hier Fälle in Social Media, WhatsApp oder so. Das sind Hate Groups, die haben sich gebildet. Man kriegt das mit. Und was machen wir jetzt? Wo gibt's eine Beratung? Es gibt im Netz relativ viel. Die Amadeo Antonio Stiftung hat eine Broschüre rausgebracht. Kann man auf die Seiten gehen? Kann man downloaden? Gegenstrategien,
Es gibt gute Literatur. Mittlerweile, es wird immer mehr, was man alles tun kann gegen Hassreden bei Hate Speech. Also ich vertraue mal darauf, dass wir ein bisschen klüger werden. Technisch sind wir eigentlich schon gut in, zumindest von Forschungsseite breit aufgestellt, was Identifikation von solchen Gruppen vor allen Dingen betrifft. Aber da ist eben noch Luft nach oben. In Kürze zusammengefasst, was für mich wichtig ist beim Kontext von Hate Speech, Gewalt. Ich glaube, dass Hate Speech eben eine Facette ist von Hate Crimes, so bestimmt es sich und in dem Kontext müssen wir es sehen. Wir müssen klar auch in Deutschland über das Konzept von Hate Crimes, in Amerika gibt es zum Teil noch ganz andere Vorstellungen, nicht mehr von Hate Crimes, von Bias Crimes zu reden, rassistisch begründete Taten. Da müssen wir noch viel dran arbeiten. Hate Speech gehört da rein. Hassreden gegen eine Person, weil sie eben Mitglied einer bestimmten Gruppe ist. Hassreden beruht auf menschenfeindlichen Vorurteilen und Normen. Deswegen müssen wir fähig sein, menschenfeindliche Vorurteile und Normen identifizieren zu können. Muss man identifizieren, ansonsten kann man Hassreden nicht identifizieren. Hassreden mag oder Hate Speech mag eine individuelle Äußerung von einer Emotion sein. Ja, das sehen wir im Netz, aber sie basiert eigentlich immer auf sozialen Identifikationen und Gruppenbindung. Wir finden kaum Hassrednerinnen, Redner, die Postings ablassen, die nicht gruppenbezogen sind. Sie verstehen sich immer als irgendwie eingebunden in ein bestimmtes virtuelles, imaginiertes Wir. Hate Speech radikalisiert, und deswegen habe ich viel über Radikalisierung geredet, weil dann wird es problematisch, das ist ein Teil der Radikalisierung, weil Hassreden befördert den Prozess, der zu gesellschaftlichen Normen, inkonsistenten Gefühlen, Überzeugungen, Verhalten, zu Extremismus führt. In dem Kontext muss man das sehen und da wird es dann eben auch problematisch. Hate Speech richtet Gewaltschädigung an. Das können wir mit solchen Studien wie gegen Medienschaffende zeigen, weil sie eben im belastend sind, psychische Gewalt ausüben. Und das liegt jetzt besonders nahe, wenn in der Hassbotschaft die Handlung konkret wird, das Handlungsziel, der Kontext der Handlung sowie der Zeitpunkt einer Hasstat benannt wird. Wenn Sie ein Hate-Posting bekommen, wo Sie ganz klar sehen, hier geht es gegen Sie zu dem Zeitpunkt, auf die Art und Weise, an dem Ort, spätestens dann sollten Sie sich professionell ganz schnell Hilfe besorgen. Weil dann ist es enorm verhaltensnah. Und das wissen wir seit langem aus der kriminologischen Forschung. Wenn dieses benannt wird in einer Hassrede, dann würde ich da auch nicht mehr alleine drüber reden oder das mal wegtun. Und fünftens, was wir sehen im Moment, ist, Hate Speech wird immer bewegungsförmiger. Da entwickelt sich das Phänomen auch mit den kommunikativen Möglichkeiten. Weil wir haben in den Social Media, mit Internet, mit den Websites, mit den technischen Möglichkeiten. Wir haben die Möglichkeit, virtuelle Bewegung in Gang zu setzen. Und da spielt Hate Speech eine ganz wesentliche Rolle für die Rekrutierung und die Mobilisierung und letztendlich für die Radikalisierung. Und mehr weiß ich zu dem Thema eigentlich nicht. Vielen Dank.